Da kann man sagen, dass das klassische Zellenbüro oder das rational organisierte Großraumbüro inzwischen unserer Erfahrung nach immer weniger nachgefragt wird. Und ich sage mal, aufgrund der Tatsache, dass technische Entwicklungen den stationären Arbeitsplatz eigentlich immer weniger notwendig erscheinen lassen, es immer mehr Möglichkeiten gibt, sich auch im Büro zu bewegen und sich eigentlich die Orte für die Arbeit auszusuchen, die denen am besten entsprechen. Also was weiß ich, ein Lounge-Bereich dient dann zur Abstimmung mit den Kollegen. Es gibt Stehtische für eine kurze Teambesprechung. Es gibt Telefonboxen, um ein intensives Telefonat zu führen und dergleichen. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in den Büroplanungen wider, wo eben genau diese Angebote dann geschaffen werden müssen. Ja, ich glaube auch, dass natürlich das Büro eigentlich heute für die unterschiedlichen Befindlichkeiten und letztlich auch für die unterschiedlichen Tätigkeiten, die anfallen, viel spezifischere Bereiche ausweisen sollte. Und das sieht man eben auch in den neuen Konzepten. Und man kann es ja fast schon wie mit einer Wohnung vergleichen. Es gibt in der Wohnung auch unterschiedliche Bereiche, die gehen von Repräsentation über, also extrovertiert sein oder Extroversion bis hin zu Introversion, also sprich des Rückzugs, der Ruhe, der Konzentration. Und ich denke, diese Bereiche, die prägen ja heute viel mehr moderne Bürokonzepte. Also, dass ich je nachdem, was ich tue oder auch was ich für eine kreative Phase oder für eine Konzentrationsphase brauche, dass ich dort eben entsprechende Raumkonstellationen und Raumangebote vorfinde. Und ich denke, das entwickelt sich immer stärker in eine Art Landschaft, die extrem viele verschiedene Qualitäten letztlich anbietet. Also der besondere Reiz an dem Projekt liegt ja in dem im Grunde schon im Masterplan begründet. Das Projekt Lab Campus soll ja innerhalb des Flughafens ein ganz spezielles und sehr spezifisches Quartier werden, was sich tatsächlich in seinem Charakter und in seiner Atmosphäre deutlich von dem eigentlichen Bereich Flughafen, also mit seinen sehr stark technisch und funktional geprägten Gebäuden, unterscheidet. Die Idee von KCAP Architects oder KCAP Planners, die den Masterplan entwickelt haben, ist ja der Überbegriff Proto-Urbanität stand ja dem Projekt Pate. Und unter Proto-Urbanität, das ist natürlich die Herausforderung für uns, eine Art Urbanität zu schaffen, eine ganz spezifische Urbanität in diesen vier Clustern, die der Masterplan vorsieht, Urbanität zu schaffen in einem Umfeld, wo sie ja keine Stadt im Hintergrund haben, kein größeres Stadtgewebe, sondern im Grunde isolierte Cluster. Und das ist die Herausforderung und das ist aber auch der Reiz für uns an diesem Gesamtprojekt. Die Idee des Lab Campus, ein lebendiges Nebeneinander von unterschiedlichen Nutzungen in einem Umfeld zu vereinen, gerade in Erdgeschosszonen einen großen Nutzungsmix anzubieten und das alles über die öffentlichen Freiräume miteinander zu vernetzen und in Bezug zu bringen, das haben wir versucht. Insbesondere das erste Gebäude, was wir geplant haben, das Bürogebäude, zu übertragen, quasi diese DNA in dieses Gebäude mit zu implementieren, da auch in den Erdgeschosszonen eine große Durchlässigkeit zu schaffen und naja, über diese Formulierung dieser Einzelbaukörper, die wir aufeinander stapeln, zu einer Gesamtskulptur. Einerseits eine gemeinsame Identität zu schaffen, andererseits diese Einzelbaukörper aber auch in der Architektur ablesbar zu lassen, als quasi die Chiffre für die unterschiedlichen Nutzer, die in dem Gebäude drin sind. Und dieses Ineinandergreifen und Überlagern von den Baukörpern,
ist dann quasi unser architektonisches Bild für den Netzwerkgedanken, der dahinter steckt, also dieses Networking, was die verschiedenen Nutzer im Gebäude betreiben sollen. Insofern quasi eine Art Lab Campus en Miniatur, und das dann, das muss ich jetzt anders sagen, also quasi ein Lab Campus en Miniatur. Ich denke, wichtig ist ja, wenn man sagt, was kann der Charakter oder was kann die Architektur leisten oder was kann die Antwort der die architektonische Antwort sein auf das, was sozusagen von der Nutzungsseite geplant ist, hinsichtlich Innovation, hinsichtlich Prototyping, des internationalen Austauschs etc. Also tatsächlich einladend, offen, flexibel. Also solche Charaktere oder solche Eigenschaften müssen die Gebäude nach außen transportieren, aber sollen sie natürlich auch nach innen anbieten für die dort Tätigen. Das heißt, der Vernetzungsgedanke, der muss sich natürlich auch und der Innovationsgedanke, der muss sich auch in der Architektur und auch in der Raumkonstellation wiederfinden in den Gebäuden. Und da sind ja unsere beiden Gebäude letztlich nur der Beginn einer Gesamtentwicklung für den Campus. Es ist natürlich klar, dass diese beiden ersten Gebäude darauf angelegt sind, quasi die Messlatte zu setzen für alles, was dann an späteren Entwicklungen dort auf dem Campus noch entsteht. Und dementsprechend hat man dort natürlich auch von Lab Campus Seite immer gespürt, dass dort ein entsprechender Impuls auch da ist, da wirklich gute Gebäude entstehen zu lassen. Aber wichtig ist eben genau dieses Thema, was wir schon erwähnt hatten, diese Kommunikation mit dem Freiraum, diese Durchlässigkeit, diese Porosität, dass die hier schon mal angelegt ist. Und gut, über das Bürogebäude haben wir schon gesprochen, diese Campus- und Idee und Miniatur. Die Academy, die funktioniert da wieder ein bisschen anders. Die ist ja eigentlich von der Auslegung her vom Masterplan schon mit einem ganz anderen Stellenwert bedacht, wahrscheinlich auch der speziellen Nutzung geschuldet, dass sie ganz dezidiert etwas Zeichenhaftes haben sollte im Cluster. Das ist immer einem Gebäude im Cluster quasi so eine Ikonenfunktion zugedacht, und das war jetzt hier der Academy. Und dieser Aufgabe sind wir so begegnet, dass wir in den Erdgeschosszonen eben das sehr stark geöffnet haben und dort mit einer Konstruktion reagiert haben, die etwas vom Ort des Flughafens aufnimmt. Das zitiert oder assoziiert die Rollfeldgeometrien am Flughafen und bringt so, sagen wir mal, ein prägendes Element, was den Ort kennzeichnet, in die Architektur. Und sollte vielleicht dann da auch im Endeffekt auf den gesamten Lab Campus ausstrahlen und diesen mitprägen. Ja, also ich denke, der Hauptbahnhof ist ein Indiz dafür, dass in die Zukunft geguckt und in die Zukunft geschaut und natürlich für die Zukunft geplant wird in München. Der Bahnhof ist ja Teil eines großen Infrastrukturprojekts. Also das Thema Infrastruktur ist ja ein Zukunftsthema für die Städte und für die Regionen. Hier in München ist die erste S-Bahn-Stammstrecke eins der wesentlichen Infrastrukturprojekte und jetzt als neueste Entwicklung die Entscheidung der Stadt, an dieses S-Bahn-Projekt gerade im Bereich Bahnhof auch die U9 noch anzukoppeln. Auch hierfür sind wir mit Planungsüberlegungen beauftragt. Das heißt, das Thema Infrastruktur weist in die Zukunft, aber ich denke, es gibt, und zu dem Infrastrukturprojekt hängt natürlich, oder mit dem Infrastrukturthema hängt natürlich jetzt auch das Thema Lab Campus im weitesten Sinne wieder zusammen und auch der Flughafen, weil natürlich mit dem Ausbau dieser Infrastruktur, der verkehrlichen Infrastruktur, auch eine verbesserte Anbindung des Flughafens an die Stadt und der Stadt an den Flughafen verbunden sein wird in Zukunft, was ja ganz wesentlich ist. Zukunftsprojekte gibt es natürlich auch
In anderen Bereichen, auch in denen sind wir tätig, und das ist der Bereich Bildung, also mit der Schulbauoffensive, die, glaube ich, relativ einzigartig ist für Deutschland, in München, also wie viel Investitionen in den Bereich Schulneubauten, Schulsanierung, was dort an Investitionen getätigt wird, das ist ein ganz wesentliches Zukunftsthema natürlich, denke ich, für eine Stadtgesellschaft und für die Gesellschaft allgemein. Universitäre Bauvorhaben sind in München natürlich, werden die forciert. Wir haben auch den Forschungscampus Garching, der ja natürlich auch wieder in räumlicher Nähe zum LabCampus liegt. Auch das ist natürlich ein interessantes Zukunftsfeld und letztlich auch ein Standortvorteil wiederum für LabCampus, diese Nähe zu auch Forschungseinrichtungen anbieten zu können. Also das Thema Höhenentwicklung, Verdichtung, urbane Mischung, also Quartiere, die multifunktional sind, das sind Zukunftsthemen hier in der Stadt und letztlich dann auch im Übergang zur Region, die für die Entwicklung in der Stadt tatsächlich wesentlich und sicherlich auch entscheidend sein werden.